Hallo meine Lieben, da bin ich schon wieder. Ich habe mir erst gestern die Haare gefärbt. Schaut gerne in das Video rein, das habe ich auch gestern online gestellt. Und zwar mit Polycolor in der Farbnuance 97 Silberblond. Davor war ich dunkelblond und das Ergebnis ist hier unten in den Längen echt schön geworden. Aber oben am Ansatz war es mir noch zu gelb. Deswegen habe ich mich entschieden, heute das Ganze zu wiederholen, allerdings nur am Ansatz und lasst euch dran teilnehmen. Ja, und während das Ganze jetzt einwirkt, also ich lasse das so circa eine halbe Stunde einwirken, räume ich jetzt in der Zeit das Wohnzimmer auf, denn ich finde, man kann dann immer ganz gut andere Dinge noch nebenbei machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, aus der halben Stunde sind nun schon so 45 Minuten geworden. Ich habe es jetzt doch länger drauf gelassen, weil ich die ganze Zeit am Aufräumen war. Und jetzt werde ich das Ganze aber definitiv herauswaschen, denn es fängt schon an, auf dem Kopf zu kribbeln. Ja, dann benutze ich noch das lila Shampoo von Fanola, No Yellow. Und dann zeige ich euch gleich das Endergebnis. So, meine Haare sind jetzt ausgewaschen. Und jetzt schauen wir uns mal das Endergebnis an. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Okay. Also hier sieht es noch immer leider gelb aus. Ich werde mir jetzt die Haare föhnen und dann schauen wir mal, ob man vielleicht dennoch einen Unterschied sieht. Bis gleich. So, jetzt würden wahrscheinlich auch schon alle Friseure, die das sehen, aufschreien und denken, was macht die Frau da bloß für einen Blödsinn? Also ich zeige euch die Haare. Es ist oben ja noch immer gelb, aber ich finde nicht mehr ganz so krass wie vorher. Und in den Längen, da war es ja auch schon vorher richtig schön klar weißblond, ist es noch so. Da habe ich auch nichts wirklich gemacht, außer da ist jetzt so ein bisschen lila Shampoo natürlich beim Auswaschen mit drüber gekommen. Und ja, hier ist es noch immer gelb. Da schaue ich mal, ich lasse meine Haare jetzt erstmal ausruhen und dann gucke ich, ob ich eventuell nochmal die ganze Prozedur wage. Oder ob ich mir, wenn mich alles zu sehr stören sollte, eine aschige Tönung über das gesamte Haar mache. Sodass der Gelbstich dann auch nochmal neutralisiert wird. Ja, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!